Yo YouTube, und dann begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Let's Play World of Warships. Und ich sitze heute in der Wakatake. Yo, erstmal komplett versprochen. Das ist der Stufe 3 Zerstörer der Japaner. Meine Aufgabe wird es jetzt sein, erstmal schön schnell zum Gegner zu fahren, meine Ladung, meine wertvolle Fracht, die Torpedos abzuwerfen, hoffentlich was zu treffen und mich dann erstmal schön schnell zu verziehen. Soweit erstmal der Plan. Ich habe hier in dem Schiff auch, oder mein Kapitän habe ich so geskillt, dass ich hier rechts eine Anzeige bekomme, wenn ich gespottet werde, also wenn ich gesehen werde von anderen Schiffen. Das auf Zerstörer ist unglaublich gut, denn ja, wenn man weiß, wenn man nicht gesehen würde, dann kann man erfahren, wie man will. Aber wenn man gesehen wird, dann muss man sich wirklich Gedanken machen mit dem Zerstörer, um nicht gesehen zu werden, denn ihr seht schon, 8200 Leben auf Stufe 3, das ist nix. Das ist wirklich gar nichts. Da haben wir mal sehen. Die Orsha, gut, die ist Stufe 4, aber die hat 31.000 Leben, Flugzeugträger. Die Ten Ryu. Oh, jetzt wurde ich entdeckt. Hat auch viel mehr Leben. Das ist Stufe 3. Das ist ein Kreuzer, Mann. So. Mein Torpedos habe ich jetzt schon abgeworfen. Jetzt mal schauen, was wir hier machen können. Ich wurde entdeckt. Ja. Ich weiß nicht, von dort hinten können noch Schüsse kommen. Ja, ich werfe die Nebelwand an und werde mich hier verziehen. Da lasse ich jetzt Isokase mal hier in Ruhe. Auf die Wakatake können wir jetzt nicht schießen, die gegnerische. Obwohl doch. Und hier, so zack, dorthin und zack. Da. Oh nein. Den ersten Gegner. Das erste Schiff haben wir natürlich verloren. Ich werde gleich mal meinen Motor zünden, um schnellstmöglich wegzukommen. Der Gegner ist schön unseren Torpedos ausgewichen. So wie sich das gehört. Ja. Gut. War jetzt auch wirklich nicht so schwer. Ich hoffe, ich komme jetzt hier ordentlich weg, ohne getroffen zu werden. Ich glaube, jetzt momentan bin ich nicht entdeckt. Dann gleich mal meine Torpedos hier abwerfen. Auf die Wakatake. Oh, da kommen gegnerische Torpedos und ich habe jetzt nicht die Myogi-Ram. Meine Torpedos auch nicht in die Myogi reinwerfen. So, ich weiß nicht, ich könnte mich eigentlich gleich jetzt mal hinter die Myogi dann dran setzen. Jetzt bin ich wieder entdeckt. Ja, ja, und einfach den mal hinterher fahren. Oder ich fahre hoch. Auf der anderen Seite, wohl hier unten gefällt es mir eigentlich jetzt momentan besser. Natürlich muss die Myogi auch hier bleiben. Das darf sie natürlich nicht zerstört werden. So, was haben wir dort noch? Noch eine Wakatake. Ich wurde entdeckt. So, Torpedos schön abwerfen. Und dann mal schnell hier abhauen. Sonst, ja. Könnte es gefährlich werden. Oh gut. Wakatake hat uns die Torpedos gesehen. Schade und... Was ist das? So, das schaut gar nicht. Warum schießt jetzt nicht? Warum ist der Schuss jetzt nicht losgegangen? Mann. Oh, das tut weh. Das tat weh. Ja, und zur Steuerung muss ich auf jeden Fall noch einiges üben, denn ihr habt gesehen, ich habe bis jetzt noch nichts getroffen. Torpedos to port. Ist echt... Echt so, ja, ich weiß auch nicht. Natürlich könnte ich mir mehr trauen, aber es ist auch immer so eine Sache. Denn die Gefahr ist halt ziemlich groß, wenn man dann einfach mal zerstört wird. Und hier wieder stehen bleiben ist nie gut. Stehen bleiben ist echt nicht gut. So, mal gucken. Hier war
glaube, ich kann noch eine Katake, ja. Weiß nicht, was die dort macht. Ich wurde entdeckt. Ja, soll ich entdeckt werden? Ist mir auch egal. Ich hoffe, jetzt sind hier keine weiteren gegnerischen Schiffe. Da kann ich die Wakatake hier ein bisschen beschießen. Aber das gefällt mir natürlich. Das kann ich auch gleich Pildus los schicken auf die Reise. Ah gut, ich hab mal die Werten nicht treffen. Und ich habe sie zerstört. Ja, wie gesagt, die Doppeltes treffen nicht. Ich habe ihn so auch zerstört, das ist mir auch recht. Da muss ich den Gegner jetzt nicht unbedingt mit Torpedos treffen. Hätte sowieso nicht getroffen, wenn sie es hier rückwärts ausgepackt. Ja, jetzt werde ich hier hinter den Stein fahren, dann dort rum. Aber ich kann eigentlich, obwohl ne, ich fahre doch hier außen rum. Mal sehen, vielleicht treffen wir dort, schon dort hinten so eine Wyoming oder eine Miyogi. Schön torpedieren. Ja, ich habe glaube ich eine Reichweite der Torpedos von 8 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Und das ist auf Stufe 3 richtig weit. Und man sieht, die der Gegner. Ne, was? 8 Kilometer, ja. Die Samson. Ne, das ist eine Stufe 2er. Ah, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe viel mehr als die Amerikaner, aber das ist jetzt bloß eine Samson, die Stufe 2er mit ihren 4,5 Kilometer Reichweite. Aber ich glaube, da hat trotzdem der Japaner mehr Reichweite auf Stufe 2 als der Amerikaner. So, jetzt also mal schauen, was die Wyoming hier macht. Und ich wurde entdeckt, da werde ich mich gleich mal zunebeln. Smoke Generator started. Und zack, meine Torpedos abwerfen. Und auf keinen Fall schießen. Denn da ist die Chance geringer, dass ich entdeckt werde. Ich werde immer mal kurz entdeckt, dann wieder nicht mehr. Kurz entdeckt, wieder nicht mehr. Und jetzt ist das Smokescreen natürlich alle. Jetzt ist natürlich, natürlich leichter entdeckt. Jetzt sind wir gleich mal meinen Geschwindigkeitsboost, um hier wirklich schnell abzuhauen. Und werde ich treffen? Nein. Ach, Mann. Ist schade, dass ich jetzt nicht getroffen habe. Aber was soll's? Ich werde sicherlich gleich nochmal die Gelegenheit haben, auf irgendwelche Gegner zu schießen. Hätte der Schuss getroffen, das hätte weh getan. Ich sag's euch. Das hätte wirklich weh getan. Ja, die Salven von Zerstörern, von Schlachtschiffen auf Zerstörer, die tun wirklich tolle weh. Ah, das mal schnell mal Moves. Deswegen jetzt hier möglichst kleine Angriffsfläche bieten und nicht die Insel rammen. Dann geht das hoffentlich. Ja, ich lacht schon, die dürfen mich nicht treffen. Halt nicht so rumlenken, anders. Die Kreuze sind da eher das Problem. Denn diese schießen relativ schnell und das ist natürlich die Chance, dass sie mich treffen. Aber die Salve. Boah, ich würde schon sagen, die geht hart stark daneben, aber war doch nicht so. Ich muss langsam mal was leisten hier. Ich habe noch nichts irgendwie gemacht. Noch nicht mal mit Torpedos getroffen. Ja, das ist die Kunst eines Zerstörers, weit an den Gegner ranzufahren, so Torpedos abzuladen, zu treffen und abzuhauen. Ja, ich spiele das Spiel noch nicht lange. Von daher passt es doch. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so meine Runde hier. Gab es, denke ich mal, besser. Ich werde jetzt nochmal einen Angriff wagen. Ich habe bis jetzt auch noch keine Leben verloren. Das heißt, ja, ich kann mir zwar was leisten, aber als so eine Salve von so einer Wyoming in mir drin, das tut weh. Das wird auch nichts. So. Ich visiere mal die Wyoming an. Oh nein. Und mal sehen, ob wir die treffen können. Denn die bewegen sich alle zu sehr. Oh. Der Torpedo. Der war knapp. Bin ich entdeckt? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht.
kann ich mich ja noch weiter rantrauen an die Wyoming. Und ich visiere die an. Ja, die ist viel näher dran. Jetzt wurde ich entdeckt. Also jetzt. Ich ziehe weg hier. Schnell nochmal die HE-Granaten so auf die Geschütze umschalten. Und weg hier. Ja, die Kurve, die kriegt man. Und nein, ein Torpedo ist schon zerstört. Aber wenn wir jetzt die Wyoming treffen, das wäre natürlich genial. Ich werde nicht schießen, ich bin glaube ich schön gerade verdeckt. Und ja, komm, die treffen wir. Komm, mit einem Torpedo. Jawohl. So will ich das sehen. Wir haben auch gleich schon wieder nachgeladen. Wir können unsere Fracht nochmal abwerfen und uns schnell verziehen. Mal sehen, vielleicht treffen wir ja was. Ansonsten ist auch nicht so schlimm. Einmal haben wir einen Torpedo haben wir getroffen. Und ein Schiff haben wir auch schon zerstört. So, die Gegner haben noch zwei Schlachtschiffe, ein Kreuzer und einen zerstört. Und jetzt wurde ich entdeckt. Oh, das ist gar nicht gut. Wahrscheinlich von der Wyoming. Mal gleich mal Torpedos ausrüsten und sie eventuell gleich abwerfen. Bis jetzt fährt die Wyoming echt ziemlich gerade nur. So. Also dorthin und da. So, da hat sie vielleicht zwischendrin einen kleinen Korridor. Wir dürfen natürlich nicht getroffen werden. Halt. So, jetzt schieße ich mal los. Denn sie hat mich sowieso gesehen. Oder? Nein. Dann würde ich ja ein Torpedo treffen. Nein. Oder? Jawohl, doch. 5000 Schaden. Ist jetzt doch, denke ich mal, für Stufe 3 in Ordnung. Oder? Und in 5 Sekunden sind unsere Torpedos wieder bereit. Oh! Das tat weh. Das tat weh. Deswegen auch gleich so ein Tinnitus als Geräusch. Naja, die Wyoming, ja, die habe ich vor uns nicht getroffen. Leider. Die andere. So viele Wyomings. Und eventuell trifft nochmal ein Torpedo, oder? Ja, wird knapp, oder? Ja. Eine hat nochmal getroffen, massiv 7200 Schaden. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Wenn immer hier ein Torpedo große Halbe trifft. Oh. Dann wäre es natürlich gut. Jetzt ist ja schon meine Torpedos abgeworfen. Ich hoffe, die fahren jetzt nicht dort gegen die Sandbank. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu knapp geworfen. Ah, gut, der eine Torpedo hat es wieder nicht geschafft. So, schieß nochmal eine Salve ab. Und jetzt verziehe ich mich von hier hinten. Es gibt sowieso nur noch drei Schiffe und die sind alle dort. Jetzt können wir uns Torpedos hier zuschauen. Die werden ins Leere gehen. Aber die Torpedos sind wieder nachgeladen. Also, wir werfen hier wirklich Torpedos, was das Zeug hält. Und ein Geschütz haben wir schon komplett verloren. Das ist natürlich blöd. Torpedos, direct front. So, was macht die Wyoming dort? So, und schnell abdrehen. Dass sie nicht entdeckt werden. Oh, 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 jetzt schießt die Sekundärbatterie und das tut weh. Aber die Wyoming ist tot. Sie ist tot. Das ist unser Kill. Da sag ich's doch. Da konnte sie nichts machen. Sie war einfach so nah. Jetzt haben wir noch zwei gegnerische Schiffe. Eine Wyoming und eine Puma. Die werden wir natürlich jetzt auch noch raushauen. Das Problem ist, ich muss hier irgendwie viel zu nah ranfahren, um die aufzudecken. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal bei Torpedos so hier hinwerfen. Jetzt. Okay, da ist das Scout runtergeschossen. Haben sogar noch ein Flugzeug runtergeholt. Perfekt.
So, und eventuell fährt er jetzt irgendein Gegner rein, aber ich glaube, dass sie noch nicht, dass sie so schnell sind. Oder? Nee, hier trifft nichts. Doch! Yo! Zwei Treffer! Krass. Da sag ich gerade noch, ja, trifft eh nichts. Und dann einfach putz. So, wir lenken ihn nochmal um. Da haben wir nochmal eine Salve hier. Abwerfen, Torpedos. Und jetzt haben wir natürlich eine Kackposition, denn wir können hier nicht abhauen. Oh, ich glaube, das wird unser Ende sein. Denn wir halten als Zerstörer einfach viel zu wenig aus. So, und da fliegen Schüsse auf uns und oh. Natürlich nicht getroffen. Schade. Und der Gegner. Das Gegnerische Kreuz erlebt noch. Habe ich die Torpedos noch rausgekriegt? Ja, habe ich. Vielleicht fährt die Kuma noch rein. Nein, sie wendet und damit war's das Ganze. Ja, ich habe zwei Schiffe rausgenommen. Ich habe, denke ich, mit meinen 6 Torpedos hoffentlich ordentlich Schaden gemacht. 4-mal einen Wassereinbruch verursacht. Das ist ja wie ein Brand, halt bloß unter Wasser. Und ja, nur 9 normale Shells, also getroffen, die normale Granaten. Aber es ist auch als Zerstörer echt nicht wichtig, da was zu treffen. So, jetzt gucken wir noch unserem verbündeten Spieler hier zu. Der Phoenix, ja, der habe ich ja vorhin auch gespielt, wie es jetzt hoffentlich die Kuma ordentlich zerlegt. Sollte was werden. 12.000 gegen 4.800 Leben. Sollte jetzt doch hoffentlich entschieden sein für unsere Phoenix. Und sie bekommt ja auch noch Unterstützung von unserer Hosho, dem Flugzeugträger. Aber die Torpedos gehen vorbei. Ah, schade. Oder? Nein, haben sie getroffen. So. Ja, die Runde ist gewonnen. Finde ich sehr gut. Wir haben 61.000 Kreditpunkte gekriegt. Und 1.400 Erfahrung. Können wir uns jetzt mal kurz die Teamwertung anschauen. Wir sind an 4. Stelle. 2 Kills, ein Flugzeug runtergeholt. Wir sind überhaupt der einzige, der in unserem Team Flugzeug runtergeholt hat. Mit 972 Runderfahrung. Ja, ist, denke ich mal, in Ordnung als Stufe 3er. Müssen wir nochmal gucken. Wir haben insgesamt 32.000 Schaden mit Torpedos gemacht. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und dann, ja, bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder vorbei. Und ja, bis dahin haut rein, habt einen schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und ciao, ciao.